Das Brausekollektiv auf dem Weg. Der Sommer kommt, der Durst auch. Zeit für ein neues Getränk. Größere Bestellungen bringt der Getränkehändler, die kleineren werden so ausgeliefert, geht schneller. In den schmalen Straßen St. Paulis. Das Brausekollektiv ist da. Das Brausekollektiv. Christoph Sass, Friedhof Stechmann. Ganz frisch am Start mit ihrer Brause. Ey, die erste Woche war super. Ja, die erste Woche ist gut. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Die erste Abfüllung in der Etikettiermaschine. 4.824 Flaschen Hopfenbrause mit Limette. Vor einem Jahr haben sie begonnen, ihren Brauseplan in die Tat umzusetzen. Jetzt ist sie fertig. Dann steht man hier an so einer Maschine und auf einmal laufen Flaschen übers Band mit einem Kronkorken, der bedruckt ist, und einem Etikett, was irgendwie gestaltet ist. Und es klebt auch noch. Und man hat hinterher Kisten mit vielen kleinen gelben Kronkorken drauf. Das ist Wahnsinn. Ein verschwindend kleiner Anteil im Massenmarkt der Limonadenindustrie, aber jeder Schluck hilft. Wir versuchen uns auch gegen Rassismus zu engagieren und dieser Gedanke wird von vielen geteilt. Und das ist einfach schön zu merken am Markt und mit den Leuten. Die Hälfte ihres Erlöses geht an Aufstehen gegen Rassismus, ein Deputat von vier Kästen an die Hamburger Landgangbrauerei für Know-how und Raum. Der Rest wird ausgeliefert, bevorzugt an die kleinen Läden im Viertel. Frage hier wie überall, braucht die Welt noch eine Limo mehr? Natürlich nicht. Aber wenn sie schon mal da ist, die Brause bekommt einen Platz im Sortiment, das Kollektiv eine Chance, ihre Getränke an die Kunden zu bringen. Hey Fidi, das passt. Sehr gut. Bei der Litfaß Brause hat mich einfach das Projekt dahinter gecatcht. Also erstmal kommt sie aus St. Pauli natürlich und dann mit der Aktion gegen Rassismus habe ich sofort gesagt, dass ich dabei bin. Und die Leute haben auch Bock, was Neues auszuprobieren auf jeden Fall. Und dann sehen die das Etikett, sehen die coole Flasche, Geschmack passt. Ja. Litfaß, das passt. Zumindest erstmal. Ein eventuelles Scheitern aber ist einkalkuliert. Wenn es nicht läuft, haben wir uns überlegt, dann haben wir halt mal eine Brause gemacht. Ja. Und wir haben mal was gegen Rassismus gemacht. Auch gut. Zwei gute Sachen. Es kommt irgendwie von Herzen. Dass wir es ist irgendwie mit Hopfen, mit Herz und mit Haltung. Ein Kollektiv, eine Brause, ein Experiment für mehr Vielfalt. Cheers.